Ja, moin moin und willkommen zurück zu einem weiteren Video von Hannover Defenders. Recht herzlichen Dank fürs Einschalten. So Nick, also wir sehen ein Replay von Panzerreiter des Krieges, unser Nick. Das schlummert schon längere Zeit bei mir auf dem Rechner und jetzt komme ich endlich dazu, das auch mal zu vertonen bzw. online zu stellen. Also Nick, Entschuldigung für die lange Zeit. Ich hoffe, es gefällt dir. Unterwegs ist Nick auf der Karte Minsk. Meine Frau sagt immer, da regnet es, aber ich glaube, manchmal stippert, ja, kann sein. Unterwegs ist Panzerreiter des Krieges mit einem Tiger II Captured. Der wurde den Amis zugesprochen. Ja, warum man ist also ein Tiger II der Stufe, ich glaube Stufe 7, ich kann das leider nicht so erkennen. Ich glaube, es ist ein Tier 7 Panzer. Natürlich in der als auf dem deutschen Forschungsbaum, das wisst ihr selber, gibt es den Tiger 2 als Tier 8. Hier ist es als Captured, ist er ein Tier 7 und natürlich logischerweise in der Aufstellung dann natürlich auch besser. Warum man den jetzt den Amis zugesprochen hat? Politikum. Aber gut, es geht ja um das Spiel als solches. Nachladezeit ist jetzt nicht so berauschend. Hab das Replay auch schon mal gesehen, hatte ich schon mal aufgenommen. Wie gesagt, mit Fraps und VLC ein bisschen Probleme. Ja, Minsk. Eigentlich eine schöne Karte. Ich bin bloß immer hin und her gerissen. Ich glaube, dass das über Linie 1-2 gespielt werden sollte. Oder häufig zum Besseren läuft. Aber dieser Stadtkern, weil da bin ich immer unsicher, wo ich mich denn hinstellen soll. War das jetzt vom eigenen ein reingedrückt bekommen? Wahrscheinlich. Ja, da habe ich immer so meine Schwierigkeiten mit. Aber ansonsten macht die Karte wirklich Spaß, wenn man denn einen Scout hat, der sich gut positionieren kann. Nick ist hier Top-Tier. Und ich glaube, ja, der Tiger Captured ist gar nicht so schlecht. Wie gesagt, logischerweise als Tier 7 mit der Bestückung recht gut. Man hätte das so machen können, vielleicht von dem T-34 hat man ja auch ein Black rausgebracht. Und das wäre ja ein leichtes gewesen zu sagen, okay, es gibt den Tiger 2 als Tier 8er. Mit irgendwas Besonderem oder keine Ahnung. Naja, so ist es halt ein Capture geworden und für mich eigentlich dann doch ein deutscher Panzer anstatt ein Ami-Panzer, aber gut. Was soll's. Ja, die Posi, also auf dieser 9er-0er Linie, da schieße ich eigentlich auch ganz gern rüber, versuche da halbwegs gut zu stehen. Ah, schöner Schuss. Häuserlücke genutzt. Ja, das ist, finde ich, dann immer, kann ein Vorteil sein, wenn man das alles ganz gut kennt. Aber so oft habe ich diese Karte nun auch nicht gespielt, als dass ich sagen kann, ja, da kannst du ganz gut durchschießen. Da, ich bin gerade hier, wo das Denkmal steht, oftmals, wo ich dann denke, so, oh ja, da kannst du eigentlich treffen. Und dann hast du solche Ecken wie hier. Und wenn du weiter zurückstehst, sieht man das leider nicht. Da wird dir der Panzer angezeigt als beschießbar und dann ist da irgendeine kleine Knubbelecke oder irgendwas im Wege. Ja, 2-3, 3-3. Und ja, alles offen, ne? Wo ist denn mein Fahrzeug? Ja, beim Bouncer hat er schon ganz gut, aber wie gesagt, ist ja auch hier Top-Tier. Blind reinschießen. Minimal was gelassen. Kommandant ist dahin. Ah. Ja, der kommt wieder raus.
Was war das, ein Altherrenschuss? Type 64 von der Seite, den rausgenommen. Ja. Vier, drei Jahre wird dann Zeit, so ein bisschen dann doch nach vorne zu gehen, oder? Ja, Schaden ist natürlich minimal, also finde ich. Ah, da hat die Arti schön einen hingezwiebelt. Schön gemacht. Einfach mal blind auf die Ecke geschossen. Und wenn der dann da stehen bleibt, selber schuld. 5-3, ja. Ja. Na, das ist halt wirklich so ein Mini-Spalt bleibt offen. Und das habe ich bei der Karte noch nicht wirklich so drauf. Wenn ich dann meist nach vorne fahre, dann war ich mir, wo habe ich denn den jetzt herbekommen? Aber es gibt dann etliche so eine kleinen Ecken und Kanten. Also die Karte muss man dann schon sehr gut kennen, dass man sie gut bespielen kann. Oh, jetzt geht's aber los. Jetzt kriegst du aber hier Dresche. Nochmal. Wieder betäubt, betäubt, betäubt. Ja, drei Artis im Spiel, ne? Eins, zwei. Jo. Ah. Hängen geblieben irgendwo, in Erde gegangen. Das finde ich ist bei dem Skorpion sehr häufig, wo man sagt, okay, man hat anvisiert. Und ist sich eigentlich recht sicher, dass der Schuss reingehen sollte und dann geht das Geschoss vorher in die Erde. Aber 7-4 sieht ja eigentlich ganz gut aus. Ja, die Truppe ist ein bisschen verhalten, doch sehr defensiv. Um Linie 1-2 kümmert sich so gut wie gar keiner. Es war abgesichert, aber so richtig raus will da keiner. Aufforderung jetzt zu helfen. Ah komm, na los. Ja, ziemlich defensives Spiel von der Truppe allgemein. Ja, komm. Das ist man zwar offen. Ah. Oh, jetzt kriegt der dicke Max hier. Kriegt's ab. Ja, Schuss aus der Hüfte muss man probieren. Ja, wenn er an der Häuserecke ist, dann ist er vor der Arti auch relativ sicher, dann zu nah dran. Für die Arti ist schlecht, sich hier zu positionieren. Praller. Nochmal einen mitgegeben. Mauer als Schutz. Ja, gut, gut. Was tun, sprach Zeus und tschüss. Und auch natürlich schön ein Hellcat und Arti war das, glaube ich. Hier kommt ein kleiner, ach hier die kleine Flitze Arti. Ja, komm, kann man mitnehmen. Alles schön gemacht. Ja, 10-5, da wird es dann auch schon abzusehen, dass man das dann doch wahrscheinlich gewinnt. Das könnte mal so die ganze Ecke da bei 5, 6 Anton, Bertha, Cäsar, 5, 6 machen, könnte mal so ein bisschen losziehen. Aber gut, ist ja dein Schaden, den du machen kannst, von daher alles richtig. Ach. Glück hat sie auch noch. Aber dann hast du natürlich jetzt auch schon ganz schön HP gelassen.
Ja, und kaputt gerammt. 12,5, aber auch wirklich nur noch wenig HP. Was haben wir denn? Eine AT. Ah, die kriegt schon Hauer. 14,5. Ja, da kann man ganz bequem Käppen fahren. Überlebt das Ganze vielleicht auch noch. Genau, hätte ich auch so gemacht. Ressourcen schonen. Vielleicht nicht ganz so viel für die Reparatur ausgeben, als wenn man ganz kaputt wäre. Und noch ein paar Basispunkte mitnehmen. Ja, das geht. Wenn der andere sich gut versteckt, kann man vielleicht hier auch noch durch Käppen punkten. Ja, da kannst du mal in den Kommentaren berichten, ob du der Meinung bist, dass der Tiger C was taucht. Sah ja so, hat er ein ganz gutes Bild abgegeben. Und war ein Sieg. Alles richtig gemacht. Ja, auf die Replays verzichte ich mal. Weil, wie gesagt, es ist momentan ein bisschen Zeitmangel. Gut, ja, das war's dann auch schon wieder. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten. Schreibt mal in den Kommentaren, was ihr gerne sehen wollen würdet oder ob man davon irgendwas realisieren kann. Ansonsten, ja, Abo, das wäre super klasse, ne? Da würden wir uns drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und man schießt sich. In diesem Sinne, tschüss.